ganz tolle Ostern wünsche ich euch. Ich habe heute für euch ein First Impression. Ich habe euch die ganze Woche über versorgt mit Hauls und tollen, tollen Sachen, die ich gekauft habe. Jetzt habe ich mir gedacht, ich werde endlich alles auf mein Gesicht packen, euch zeigen, wie die funktionieren, die Sachen. Ich habe jetzt schon, also es ist tatsächlich früh morgens, also ich muss tatsächlich mich fertig machen. Ganz aktuell, schneidet dann schnell das Video, ladet es euch hoch und fahrt dann zu all den Leuten, die an Ostern erwarten, dass man zu Besuch kommt. Auf jeden Fall habe ich ganz geschwind mein Gesicht entfettet und werde mit euch jetzt die ganzen tollen Sachen probieren und danach gebe ich euch definitiv, ich werde jetzt für die Augen die Christian Dominique Palette benutzen. Also alle Sachen, die ich euch diese Woche neu vorgestellt habe, werde ich jetzt einfach knallhart in dieses Gesicht packen. Ich bin so kaputt. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass ich gerade eine Verlosung habe laufen lassen, beziehungsweise läuft sie immer noch. Die läuft bis zum 10.04. Ihr könnt ganz, ganz tolle Glow-Items noch gewinnen. Und ja, es gab ein paar Fragen, ob ich auf die Glow gehe nach Berlin. Ja, ich gehe auf die Glow nach Berlin. Ich freue mich auch des Todes, sage ich euch. Weil mein Mann und ich haben halt drüber gesprochen gehabt. Und wir wussten nicht genau, ob ich gehen kann. Weil ich hatte einfach das... ich war mir nicht so ganz sicher, weil... Es ist schon sehr weit. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man jetzt schon wieder nach Berlin geht. Ich finde, das sollte ein rotierenden, also rotierend, das hätte jetzt nach Stuttgart kommen können. Mal eine ganz andere Location, weil ich glaube, in Berlin ist es auch so eine Art, wie sieht es aus wie eine Bahnhofshalle, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt auch nicht in Dortmund oder in Köln, irgendwo, wo ihr jetzt auch hingehen könnt. Schreibt mir sehr, sehr gerne, wer von euch auch auf die Glow geht. Also ich bin wieder voll dabei, vlogge, gehe shoppen und ihr kriegt wieder so eine zweiwöchige, volle Lotte. Also ich mache das genau wie letztes Mal. Die Glowbox, die Looks und ich habe so coole Ideen. Diesmal werde ich auf jeden Fall mit Glitzer auf die Kacke hauen. Dadurch, dass mein Mann dabei ist, ist das halt auch sehr, sehr anders, cool für mich, weil ich glaube, ich werde diesmal keine Brille tragen, weil ich habe ja diese wahnsinnigen Probleme hier an der Nase, immer dann diese Abdrücke. Aber ich werde euch auf jeden Fall noch die nächsten Monate updaten, auch zum Beispiel, was ich einpacke und so, weil das wird bestimmt nicht weniger, das werden aber andere Items, muss ich sagen. Und ich zeige euch auf jeden Fall, was ich aus diesen ganzen Sachen beginnen möchte ich mit dem Prime and Fine Anti-Shine Cream und mit diesem Blurring Stick. Also ich habe mir diesen Blurring Stick von der Catrice LE gekauft. Das ist dieser hier. Der soll versprechen, dass meine Poren etwas sich schließen. Einen Moment, ich muss trinken. Das praktisch. Übrigens, trinken ist sehr wichtig, sehr gut für die Haut. Also, ihr habt ja die letzten Tage eher Videos gesehen, wo ich eher weniger geschminkt war. Ich muss sagen, das mache ich gerade lately sehr oft, weil ich fühle mich so wohl dabei. Leute, ich fühle mich so wohl. Meine Haut kann durchatmen, also offiziell durchatmen. Und ich bin einfach auch so kaputt. Die letzte Zeit war sehr, sehr anstrengend. Das Video wird übrigens lang, deswegen habe ich Sonntag gewählt. Ich drehe den jetzt raus und trage mir den. Ich tue mir jetzt meinen Spiegel in den Stern. Ich habe übrigens so einen Spiegel, da ist mir leider bei der Glow-Woche der Fuß abgebrochen, da ist jetzt keine Schale mehr drunter. Ich gebe das nur auf die, das fühlt sich so ein bisschen Vaseline-artig an. Das ist auch eine ganz, ganz aktuelle LE, also das fühlt sich total samtig an. Also überall, wo ihr denkt, das hat so eine Konsistenz, wie wenn man... so Vaseline aufträgt, aber jetzt nicht so ganz so krass, ja. Also, fühlt sich aber super an. Also, das soll so ein bisschen die Poren füllen. Soll praktisch Feuchtigkeit spenden. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich trage das jetzt mal so auf. Fühlt sich super an. Also, es macht halt die Haut so super weich. Also, das muss man echt sagen. Ich habe da auch zwei von, weil da ist echt nicht viel Produkt, Leute. Das ist echt wenig. Also, shoot. Dann gehe ich noch zum Primen bzw. zum Vorbereiten meines Gesichtes mit so einem Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray rein, weil das ist so cool. Juhu, Fokus. Was machst du denn da? Ah, seht, ich komme mal ran. Ihr seht ja, ich habe so krasse Poren.
Also auf jeden Fall gehe ich jetzt mal mit diesem da. Das ist nämlich ein Prime and Fine. Das ist ein so tolles Spray, Leute. Also ich gehe jetzt, also gestern war ich jetzt bei meiner besten Freundin nochmal in der Stadt. Da habe ich mir das auch nochmal gekauft, weil das hat wirklich gut gehoben. Also das ist eins, was aus der Drogerie bekommt, das sehr, sehr gut funktioniert. Also das ist super. Also das gibt so ein bisschen Feuchtigkeit. Der hat einen ganz, ganz tollen Mist. Und da bin ich sehr begeistert von, muss ich sagen, ja. Ich habe auch die ganzen Pinsel und so, wie ich es euch versprochen habe. Und ich werde auf jeden Fall, Leute, stay tuned. Ich werde euch diese Pinsel für die große Verlosung raushauen. Die kommt jetzt bald. Bald wird sie angekündigt. Und die wird dann halt so 200 Abonnenten später ausgelost. Aber das gibt halt richtig geile Sachen. Und auf jeden Fall, ich habe jetzt hier die My Perfect Color von Longwear Ultimate Matte Foundation. Da steht Double Coverage Matte Foundation Oil Free. Das ist jetzt Nude Beige. Die bekommt ihr beim Primark. Die soll ein sehr, sehr guter Dupe zur Estée Lauder Double Wear Foundation. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, ein extra Video darüber zu machen, weil einfach ich euch in der Anwendung sagen kann, weil ich die Estée Lauder Double Wear ja habe, wie sie praktisch ist. Sie kommt leider mit keinem Pumpstoß. Das finde ich etwas schade, weil für 6 Euro kriege ich, also ich kriege da einen Pumpstoß, ich kriege eigentlich überall einen. Das wäre schon cool gewesen, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier noch Illuminating Drops. Die werde ich anschließend mal benutzen, weil das ist sowas von der Shit, Leute. Das ist echt heftig. Ich weiß auch nicht, welche Farbe ich da benutze. Das schaue ich gleich mal. Ihr müsst praktisch jetzt die Foundation auf die Hand nehmen und so tropfen. Ich gucke jetzt einfach mal, wie es Color matcht, ja. Also das finde ich jetzt nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt hier die Farben Nude Beige und Beige. Da gibt es leider nur 5, 6 Farben. Sogar für etwas dunkelhäutigere Mädels gibt es was, aber arg dunkel können die leider, glaube ich, auch nicht sein, weil das ist leider. Also, das ist jetzt schwierig zu sagen, welche jetzt davon taugt, ja. Also, ich würde jetzt so. Ich werde jetzt mischen. Weil das eine ist ein bisschen peachiger, das ist zum Color Correct dann okay. Also, ich werde jetzt ein bisschen beige und ein bisschen nude beige auftragen. Wie viel ich davon brauche, keine Ahnung. Ich finde das auch super ätzend, dass es keinen Pumpstoß dafür gibt, ja. Weil ich finde halt, da verliert ihr irgendwie total viel Produkt. Kennt ihr das? Also, ich weiß, die scheint jetzt auch nicht so krass zu trocknen. Also, ich werde halt, wenn ich da was brauche, von irgendwie weniger Produkt rauskriegen, ja. So, ich denke, das geht. Und dann werden wir das mal mit dem Evelyn Blender verblenden. Das kann ich aber direkt sagen, dass das sich super verblenden lässt. Aber es ist not Double Feature, Double Super Coverage. Bei Primark Schminke, also dadurch, dass sie ja auch in die EU eingeführt wird, denke ich, kann man schon sicher sein, dass die auch ein bisschen getestet ist gegen verschiedene Sachen, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie cruelty-free die ist. Das ist jetzt ein echtes Argument, dass man das mal auch mal auf den Tisch packen muss, weil ich echt nicht weiß, wie cruelty-free sind. Ich finde, der Color Match ist jetzt nicht so ganz so schlecht. Ich komme mal näher ran. Also so vom Hautbild ist sie gut, aber nicht full coverage. Ich nehme noch mal ein bisschen von dem Beige, weil ich finde jetzt, dass das andere doch ein bisschen hell ist. Also ich bin jetzt ganz froh, dass jetzt, also Ostern wird recht ruhig. Schwiegermama kommt auch noch, aber ich weiß, ich habe das, es gab ein Kinderfest. Man feiert eigentlich Ostern für Kinder. Was sagt ihr? Schreibt mir in die Kommentare. Also ich weiß nicht, ich finde Ostern ein ganz, ganz süßes Fest. Wir haben früher unser Ostern immer teilweise in so einem Gemeindegarten verbracht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Da waren wir halt in so, damals bei meinem Onkel. Und da waren wir dann in so einem Gemeindegarten, waren dann am Osterfrühstück. Und das war halt schon cool, muss ich sagen, ja. So, ich habe jetzt noch eine zweite Schicht aufgetragen, aber die, also, sie fühlt sich sehr leicht an. Das kann man direkt sagen. Ich mache mal direkt das Licht so drauf. Sie fühlt sich super leicht an.
Die Farbe ist jetzt not 100% meins. So. Ihr seht jetzt mein Hautbild, also hier seht ihr das auch. Vorsicht, schaut nicht auf meinen Darmbahn. ich finde also jetzt so, wende ich das Licht mal ein bisschen ab. Es sieht sehr gut aus. Die Estée Lauder hat nochmal einen ganzen Tick mehr Coverage. Das ist safe. Aber ich finde, die kommt dem schon sehr nah. Also ich finde auch, dass die ganz gut riecht, aber ich spüre schon, dass die Oil Controlling ist. Also die ist richtig. Also ich finde sie super. Also ich finde halt, also so, das gleich mal zum Fazit. Also ich finde halt, zum Auftragen ist super schwierig mit der zu arbeiten, weil irgendwie, wisst ihr ja, wenn ihr dann halt so ganz blöd irgendwie. Also sie fühlt sich auf jeden Fall super an. Das ist echt wahr. Ich habe eine Freundin von mir, da gibt es auch eine Stick Foundation zu. Die will ich auch unbedingt testen. Ich habe jetzt auch, mein Gott, ich habe so viel für euch. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen kam ein Riesenpaket Make-up Revolution. Da werde ich jetzt maximal euch schaffen, jetzt über die Ostertage, also über Ostern will ich euch so ein paar mehr Videos, also über Ostern werde ich halt jeden Tag hochladen. Also Donnerstag angefangen, bis weiterhin bis zum Ostermontag. Da habe ich eigentlich jeden Tag Videos für euch, weil sonst komme ich mit den First Impressions nicht hinterher. Also, so jetzt hat es nochmal ein bisschen gesettet. Das ist nicht schlecht. Also, wenn ihr vergleicht, wie ich vorher ausgesehen habe und jetzt, echt gut. Jetzt trage ich mal wieder meinen Lieblingsconcealer auf. Und zwar den von Make-up Revolution in der Farbe C2. Das ist momentan und ich glaube forever, ja, der absolute Lieblingsconcealer von mir. Der funktioniert echt mit meiner Haut so gut. Er ist auch sehr feuchtigkeitsspendend. Und das ist einfach echt ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich habe jetzt vom Make-up Revolution, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gestern jetzt geschafft habe, für euch hochzuladen. Ich hoffe es, ich denke ja. Und zwar habe ich ja von der Make-up Revolution Reihe die Pro-Reihe und da habe ich jetzt auch noch ein Körbchen zur Seite. Nur mal by the way, die Foundation funktioniert super mit dem Concealer. Seht ihr das? Also ich habe jetzt. Einen Moment, ich muss kurz meine Katze reinholen. Sie kratzt So, mir gerade die Tür Herr kaputt. Kenai wollte unbedingt ins Video. Der liebe Mann, der macht sich immer bemerkbar, indem er einfach knallhart an der Tür kratzt. Er ist ein sehr, sehr anhängliches Schätzchen, aber wir wollen es ihm verzeihen. Jetzt muss er hier bleiben. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, auf jeden Fall, der Concealer arbeitet sehr, sehr gut mit dem. Kann man echt nichts sagen. Also, ich meine, das ist jetzt schon so, dass es jetzt zum Beispiel hier in meine Augen reinkriecht. Das ist jetzt halt so. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Perfect and Conceal von Catrice auftragen. Und zwar diesen Liquid Camouflage Concealer. Weil ich bin jetzt immer wieder zu ihm zurückgegangen. Weil der ist im Prinzip dasselbe Zeug, was ihr praktisch hier bekommen könnt. Der performt ähnlich wie der Make-up Revolution. Weil der einfach unnormal gut deckt. Und das ist halt richtig, richtig gut. Ich bake jetzt geschwind mein So, Gesicht und meine ich komme Lieben, gleich ich wieder. bin jetzt. Backe, backe Kuchen. Also, ich sette immer mein Gesicht mit einem leicht feuchten Schwamm. Ist ein sehr guter Tipp, um eure Poren ein bisschen mit dem Puder in Berührung zu bringen, damit ihr nicht gar so krass irgendwie aussieht, ja. Ich habe jetzt auch noch ein Pressed Freezing Make-up Powder von Catrice. Das werde ich direkt gleich nutzen. Jetzt werden wir aber mal ein bisschen dem Gesicht Wärme verleihen. Und zwar dafür nehme ich jetzt den Bronzing Powder, Powder Brush und werde mich aufwärmen im Gesicht mit meinem Matt Bronzer in der Farbe Medium. Ich will jetzt Medium, ich will jetzt nicht zu dunkel gehen, weil ich habe jetzt beide. Ihr seht ja, ich habe Deep und Medium. Das ist ein bisschen mehr orangestickig, aber ich möchte jetzt ein bisschen Co-Toned gehen. Der hat halt echt Produkt. Und
Ich habe, also bei mir ist halt so, ich tue halt bronzen und konturieren in einem. Ich bronze eigentlich genauso, wie ich konturieren würde. Contouring, wenn ich halt volles Make-up mache, mache ich immer mit dem Conceal and Define, aber halt eben in einer Farbe, die eben keine Concealerfarbe für mich ist, sondern ein bronzigen Konturton, also so ein kühles Braun. Der Pinsel funktioniert sehr, sehr gut. Richtig gut sogar. Also das ist die Zweier von diesem Rose Quartz Ding und das funktioniert richtig gut. Das ist auch so ein, die liegt auch total super in der Hand. Also so ein Pinsel, der halt super in der Hand liegt, ist halt auch so wichtig. Und Leute, zur Foundation, die ist der Shit. Die ist richtig gut. Also auf die ganzen Puderprodukte reagiert die sehr gut. Das ist sehr wichtig für euch auch zu wissen, dass praktisch diese Produkte gut auf der Haut sitzen. Das wäre sonst echt nix. Wir starten jetzt in meine Kristen Dominique Palette. Ich habe darüber ja ganz, ganz tolle Sachen erzählt. Und ich werde jetzt mit diesem Setting Brush von diesem Profi-Set gehe ich in die Farbe Vanilla Cream und sette erst an mein Augenlid und gebe ihm so ein bisschen, was halt ganz toll ist, das ist so ein Bananenton. Und das ist halt so, ich finde auch sehr extra, weil das gibt eurem Auge nochmal so ein bisschen Helligkeit. Ich mache jetzt auch keinen groß dramatischen Look. Also ich werde jetzt mal gucken, dass ich so normal wie möglich bleibe. ich gehe jetzt mal mit dieser 0, mit der 5 in diesen Ton Caramel. Und die Palette ist pigmentiert. Und fange jetzt an, in meiner Crease zu arbeiten, was mit dem Pinsel brutal gut funktioniert. Also wie gesagt, ich gehe in diesen zweiten Ton von oben. Diese Palette ist bei Beauty Bay erhältlich, ist für 37,50. Und die ist toll. Ich weiß schon, dass sie gut funktioniert. Ich habe sie schon ein paar Mal getestet. Also First Impression ist jetzt bei allen anderen Sachen Tatsache. Aber bei diesem hier, da muss ich muss mal gucken, wie die metallischen funktionieren. Weil sonst sitz ich hier und kann keinen gescheiten Look draus machen. Also ich bin mal durchgeswatcht und habe mal so ein bisschen auf dem nackten Gesicht rumgemalt, um zu schauen, wie die Farben sich aufbauen lassen. Also ich habe jetzt keinen Look geschminkt damit, aber einfach so den Aufbau, ja. Dann gehe ich in die Farbe Pumpkin Spice, um dem halt noch ein bisschen Orange zu geben und bleib aber sehr am äußeren Rand des Auges. Die Palette hat null Fallout. Ihr seht ja null. Also richtig. Ihr müsst auch gucken, dass ihr so immer so ein bisschen den Lidschatten abklopft. Das hilft euch unnormal, das kann ich euch sagen. Ich habe doch ein neues Lippenprodukt habe ich. Ich glaube, da nehme ich diesen Too Faced. Der passt bestimmt zu dem Look. Und also ich finde auch, die liegt total gut in der Hand und der Spiegel ist riesig. Also ich sag ja, ich weiß nicht, absolut nicht, was ich so für die Glow nehmen würde, so als Ding. Ich nehme jetzt diese flachere, buschige Buffing Brush und gehe in die Farbe Hazelnut, also in die erste hier, und fange an, dunkler zu werden. Also ich muss sagen, das ist so eines von diesen Paletten. Die Laura Lee Palette ist schon auch nicht schlecht. Also wenn ich jetzt im Vergleich von diesen beiden YouTube-Vibern. Aber die da finde ich irgendwie noch schöner zum Arbeiten. Also die ist wirklich nochmal einen ganzen Tick leichter zum Arbeiten. Irgendwie auch angenehmer, ja. Super, die lässt sich mega gut arbeiten. Richtig, richtig gut. Ich nehme jetzt mal diesen Absäuberungsbrush und trage mir mal jetzt ein bisschen Concealer auf. Und zwar zum Cutten, weil ich gern auch diese Schimmertöne benutze. Ich dachte, ich probiere es mal, wie es mit der. Ah, die geht aber auch gut. Ich nehme jetzt auch den Camo Concealer von Catrice und cutte mir so das vordere Drittel.
Also jetzt nichts Dramatisches, Leute. Also nichts braucht ja nicht so brutal sauber sein. Es geht einfach nur darauf, ein bisschen aufzuhellen sozusagen. So. Und dann werde ich mal versuchen, mit einem Brush das aufzutragen. Ich verblende meinen Cut immer mit dem Finger. Also nicht wundern. Das ist jetzt nicht super sauber, weil ihr geht ja dann einfach nochmal mit Verblenderfarben drüber. Das geht dann. Und ich würde gerne in diesen Ton reingehen. Und zwar ist es die Farbe Macchiato. Und werde aber dafür eine Brush benutzen, die von Essence, weil eine ähnliche Form gibt es leider von den Dingern nicht. Ich werde jetzt ein bisschen von diesem Spray drauf geben, weil wir wollen ja fair bleiben. Ich mache das mit allen Tönen und daher werde ich das auch diesmal benutzen. Ist schön. Richtig schön. Wenn ihr diesen Stil des Mädels seht, also in dieser Frau, wie sie sich schminkt, könnt ihr verstehen, warum sie zu so einer Palette mehr greifen würde. Sie hat einen sehr, sehr tollen, sehr edel weiblichen Stil, ja, wo ich sagen muss, wow, also sie ist wirklich eine unnormale Schönheit. Sie ist aber nichts typisch Amerikanisches, da ist noch irgendwas anderes mit drin. Sieht sehr, sehr, sehr irgendwie, ich weiß nicht, auf jeden Fall so eine Art Mischling aus. Was genau, weiß ich nicht. Also die performt sehr gut. Also wie ihr seht mit dem Ding, ich gehe mal mit dem Finger rein, weil da kriegt ihr halt wesentlich mehr Farbe. Ja, mit dem Finger kriegt ihr nochmal mehr raus. Mit dem Finger kriegt ihr jetzt nochmal ein ganzes Ticken mehr raus. Das war's auch schon großartig mit der Palette. Ich werde jetzt gar nicht so arg viel damit noch machen. Ah, ich gehe mal kurz feuchte Tücher holen, damit ich eins habe zum Finger abwischen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt noch. Im Prinzip nehme ich immer, schaut mal, ihr habt doch da immer so Restfarbe drin. Da geht ihr dann einfach mit dem Rest an Farbe, was ihr da praktisch habt, einfach noch über die Grenzen drüber. Und dann habt ihr eigentlich schon genug Farbe. Weil, also jetzt praktisch nochmal in so einen in Farbtopf zu greifen, vielleicht. Ist das nicht gut? Und dann sitzt ihr dann da. Also, ich finde den Look schlicht, aber glamorous. Ich finde den richtig schön. Ich kann über diese Palette nur sagen, dass ich die super schön finde. Ich will aber noch ein bisschen mit diesem Türkis arbeiten. Ich will noch ein bisschen Farbe in mein Gesicht bringen. Und deswegen werde ich jetzt auf die Lower Lash Line. Und obenrum so einen ganz, ganz schmalen Strich ziehen. Und zwar werde ich jetzt hier dafür die 12er benutzen, oben an meinem Wimpernkranz praktisch eine Linie zu ziehen. Das mache ich ganz oft, Leute. Ich benutze ganz wenig Liquid Liner gerade, weil ich finde, dass diese Puderprodukte einfach softer aussehen. Also ihr seht ja, das sieht einfach jetzt nicht so extrem hart aus, wenn ihr praktisch so die Farbe ist. Richtig toll. Und ich gehe dann auch direkt weiter unten lang und verblende das dann mit dem Lila etwas. Also, wir wollen ja heute ein bisschen auf die Kacke hauen. Hier ist so ein ganz, ganz toller, schmaler Blending Brush. Das ist die Nummer 6. Die werde ich zum. Da ist jetzt auch ein bisschen Fallout gekommen. Dann nehme ich jetzt diesen großen Brush und fege das mal weg. Fallout ist eigentlich ganz normal. Also jede gut pigmentierte Palette hat Fallout. Das ist einfach so. So. Also, das ist praktisch. Also ich dippe echt nur ganz zart in dieses Türkis und gehe einfach dann wirklich mein Auge entlang. Also es sieht richtig toll aus. Ich mag das, wenn das so
extrem natürlich aussieht und so leicht ausgesmoked. Also ich mag das sehr. Also das ist so leicht bläulich geworden, aber jetzt nicht zu so krass. Ich gehe dann noch mit diesem etwas preciseren da in den Lila-Ton und fahre mir da unten noch mit dem Lila entlang, weil ich ein bisschen Lila haben möchte und packe, dass das Blau in dieses Lila reingeht, damit es nicht gar so langweilig aussieht. So, ich finde das echt schön geworden. Also Make-up sitzt sehr gut. Mein Puder lässt sich super darauf verstreichen. Ich werde jetzt noch mit dem Ton Macchiato, also mit diesem hier, wo ich jetzt am Auge gewesen bin, in den Inner Corner reingehen. Wenn man solche Schminkvideos macht, das ist das echt so gefährlich. Man weiß nie, wie das rauskommt. Also an jeden echt Respekt, der da draußen auch Tutorials macht, wie ich es tue, weil das ist anstrengend. Also, die Palette ist der Shit. Also ich liebe es. Sie ist so benutzerfreundlich. Sie ist so auch vergeblich, also so vergeblich, dass ihr praktisch nicht so das Gefühl habt, oh mein Gott, ich kann damit jetzt gar nicht arbeiten oder so. Ich nehme jetzt auch ein bisschen das Zeug von meinen Lippen runter, das ist furchtbar. Und gib ein bisschen von meinem Sephora Coconut Lip Balm was drauf. Den benutze ich tatsächlich super oft. Der hat einen ganz, ganz tollen natürlichen Sheen. Und darüber gebe ich dann noch einen Sephora Lip Plumper, weil der tut extrem meine Lippen anschwellen lassen. Ich weiß nicht warum. Der hat am Anfang keinen winzigen Geruch und danach geht's ab. Dann macht er blub, dieses blub, das ist einfach dieses Ding für. Also, so, jetzt habe ich hier einige Produkte, Leute. Also ich habe jetzt auf jeden Fall Augenbrauen. Ah, genau. Ich mache jetzt mit den Augenbrauen weiter. Und zwar habe ich hier von Kiko ein Augenbrauengel. Das hat mir eine Freundin empfohlen. Und ich fand das so genial, dass praktisch Kiko jetzt praktisch solche Augenbrauengele hat, die sehr, sehr waterproof sind. Also ich habe das nicht geglaubt. Ich bin da reingegangen. Ich dachte, wow, ich zeige euch das jetzt auch. Also ich habe die dunkelste Farbe genommen, die 06. Da gibt es sechs Farben. Also wirklich von super aschig. Und Leute, das ist pigmentiert. Oh mein Gott. Ich habe jetzt die Brush genommen, wo ich das Türkis da hatte. Ich habe jetzt hier, ich habe so ein bisschen vorher auch damit ge gespielt, damit ich euch auch gute Perf Meinung darüber sagen kann, ja. Ich nehme jetzt meine Spoolie und arbeite praktisch das Produkt in so wackelnden Bewegungen in meiner Augenbraue, weil Leute, das ist so pigmentiert. Schaut mal, ich habe nur einmal reingedippt und ich habe immer noch Produkt drauf. Also das hat mir meine Freundin auch gesagt, die Luana vom Kiko. Das ist so krass, Leute. Also ihr habt wirklich, ich finde, meine Augenbrauen sahen noch nie so gut und so leicht aus. Also ich mache es immer so, dass ich erstmal hier eine Kante ziehe, hier unten. Und dann praktisch mit dieser Brush geht das super, in meine buschigen Augenbrauen reingehe und so, ich sag mal, Härchenzeichnung mache. Das war's schon, Leute. Und dann möchte ich euch nochmal mein Lieblingsprodukt zeigen, und zwar das Make Me Brow. Also ich weiß, dass es viele nicht so mit dem Setten ihrer Augenbrauen haben. Aber es ist so wichtig, dass ihr nochmal so ein Augenbrauengel drüber gibt, weil einfach das nochmal eure Augenbrauen settet, sie in Form hält und so. Und das war wirklich. Ich mag auch letzter Zeit etwas buschigere Augenbrauen, weil ich finde irgendwie. Sonst sieht das so doof aus auf dem gesamten Look. Ich gucke auch, dass immer ich die Pinsel direkt danach säubere, dass praktisch da kein Produkt überflüssig drin bleibt, weil das ist echt sonst scheiße. Weil sonst habt ihr ewig Probleme, dass ihr die sauber kriegt. Diese Brush funktioniert super für die Augenbrauen. Die Blender waren jetzt super, also die Pinsel. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Also die haben so performt, wie ich mir das eigentlich erwarte.
Ich werde noch ein bisschen mit etwas. Ich habe mit diesem leider nicht arbeiten können. Das ist ein HD Liquid Concealer. Und zwar ist es der mit dieser ganz, ganz scharfen Kante. Also ich hätte praktisch damit auch meinen Cut vormalen können. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich den Pinsel testen wollte. Der ist aber super. Also ich habe den mal benutzt jetzt, weil ich einen Cut gemacht habe. Aber der ist wirklich, wirklich schön. Ich habe jetzt mittlerweile noch das Rosa hier dazu gekauft. Diesen Rose Gold. Ich glaube, das heißt sogar so. Cream. Der wird in Polen hergestellt, wollte ich nur mal sagen. Wo steht denn die Farbe? Ah, hier. Daily Dose Rose. California Creaming. Und Champagne Shower. Also ich habe hier die drei Farben. Ich werde jetzt diese Farben weglegen, weil ich weiß, wie die performen. Die performen brutal. Und werde jetzt von diesem California Creaming etwas in mein Inner Corner geben, weil ich brauche da ein bisschen mehr. Gehe auch ein bisschen noch ein bisschen weiter raus. Zu diesem Produkt, wow. Zu diesem Produkt kann ich euch auch eine Rückmeldung geben. Diese Catrice Liquid Metals, ja, die sind wirklich so toll. Also ihr habt jetzt hier praktisch den Champagnerton. Die creasen nicht auf dem Augenlid. Das ist der Hammer, Leute. Also wirklich, wenn ihr die benutzt, ja, habt ihr gar kein Problem, dass praktisch euer Lidschatten so in eure Fältchen kriecht. Ihr müsst dafür halt praktisch nur euer Gesicht sehr gut setten. Das Augenbrauenprodukt, das ist wirklich der Hammer, Leute. Ich habe so lange Augenbrauenprobleme gehabt. Deswegen habe ich euch ja gesagt, also diese Combo ist so gut. Also die Make Me Brow plus das Kiko Gel. Ihr habt da auch sechs Farben und ich finde, also ich habe die dunkelste Farbe und ihr könntet die noch dunkler machen. Das heißt, ihr habt da wirklich überhaupt keine Probleme. Was ich auch ein cooles Produkt finde, das ist allerdings ein bisschen trocken, ist der Tame and Frame von NYX. Aber ich fand den cremiger. Und so wie ich von den Reviews auch gesehen habe, ähnelt der Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills unnormal. Nur dass die halt 8,99 kostet. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr, ihr müsst halt überlegen, das ist der ganze Tiegel, der da drin ist. Das ist komplett bis auf den Boden gefüllt. Und es ist so ein tolles Produkt. Also ich kann es in der echt nur Anwendung habe ich empfehlen. euch ja den Ink Me von Manhattan gezeigt. Das ist ja diese sternförmige, dieser sternförmige, das seht ihr ja hier, sternförmige Stempelchen. Der ist super toll. Das passt jetzt leider nicht zu dem Look, also ich werde mir den nicht versauen. Also das ist ein ganz tolles Produkt. Ich finde ihn nur ein bisschen teuer, weil 5 Euro finde ich schon ein bisschen happig für so ein Ding. Dieses Produkt wollte ich jetzt euch auch nochmal zeigen. Das ist jetzt nichts Neues für euch. Der Essence Super Last Eyeliner in Deep Black ist eines von diesen Eyeliner, die ihr wirklich als Anfänger sehr gut benutzen könnt. Also die sind wirklich, der ist sehr forgiving. Also ihr könnt wirklich daneben ein bisschen malen. Übrigens, meine Lippen machen wieder. Also der ist wirklich super toll. Also ihr könnt wirklich damit sehr gut arbeiten und der ist auch sehr gut für die Lippen. Gut für die Lippen, gut für das Auge, also es juckt nicht oder irgendwie sowas. Jetzt werde ich mein gesamtes Gesicht mit dem Limited Active Warrior Makeup Freeding Ready Set Go setten. Und zwar nehme ich diese ganz große, sag mal, Profi-Brush. Es soll translucent sein. Ich hoffe, das bleibt so, weil der Look gefällt mir eigentlich. Also, heute ist so ein Get Ready With Me, wo ich sage, da läuft's. Also, da gibt es jetzt kein Produkt. Ihr werdet aber auch mit der Zeit sehr viel lockerer und geschulter mit dem. Zum Beispiel, ich kaufe mir bei den LEs zum Beispiel schon lange nicht mehr so Scheißzeug, wo ich denke, ich kaufe das halt, weil ich es testen möchte, weil dafür ist mein Geld mir echt zu schade, Leute. Dann würde ich sehr, sehr gerne diese Palette mit euch ausprobieren. Die Liquid Drops, die zeige ich euch mal. Ich habe Backups davon, weil ich das nicht glauben kann, dass für das wenige Geld solche Produkte Rival de Loup herstellt. Also das ist jetzt die Farbe Bronze, also das ist jetzt dieses Bronzeton.
Das Make-up hebt übrigens immer noch gut. Auf der Nase habe ich gerade halt nur ein bisschen trockene Stellen. Das ist halt ein bisschen blöd mit so einer matten Foundation. Ich habe super kleine Drops aufgetragen. Also, die sind unnormal. Also, das ist einfach so ein Produkt, wo ich sage, wow, ja. Es ist halt jetzt leider nur nichts, wo ich jetzt sage, das hilft mir jetzt. Ich werde jetzt aber diesen Epic Active Luminizer von dieser selben Catrice LE, werde ich mir ganz wenig auftragen und ausbuffen mit meinem Pinsel, dass wir so eine Make-up-Grundlage haben, weil der ist toll. Also seht ihr das? Ihr könnt den auch super ausblenden. Das seht ihr ja hier ganz gut. Der ist richtig beaming, Leute. Also ich habe den jetzt mal ganz sachte aufgetragen, weil der ist richtig... Also der ist richtig viel Power dahinter. Und dann würde ich gerne in diesen Ton hier reingehen. Und zwar mal mit dieser Fanbrush. Ich will das testen. Das ist so ein bisschen so ein iridescent rosa Ton, ja. Und ich hoffe, dass das nicht zu iridescent ist, weil das mag ich ja gar nicht. Ich gehe aber ein bisschen in den Bronzeton mit rein zum Mischen. Sehr schön. Also er lässt sich leicht aufbauen. Der ist sehr rosastichig. Die Glow LE von Essence, die zum Beispiel ist sehr bläulich angehaucht. Das ist schwierig. Ich gehe jetzt mal in den losen Highlighter. Ich habe hier noch die lose Version davon. Da muss ich mir ein bisschen was in den Deckel klopfen. Und ich glaube, mehr wie das hier werde ich jetzt nicht benutzen. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Hallo? Loses Highlighter. Hallo. How are you? Sehr schön. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von so Unicorn-Scheiße. Ja, also ich mag das nicht, weil ich bin echt fast 30. Ich habe keinen. Das ist dieser Radiant Glow. Das ist dieser Holographic. Ich zeige euch mal, wie das hinten aussieht. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr seht, ich habe jetzt praktisch ein bisschen was drunter, diese Liquid-Highlighter-Zeug. Aber super geil. Aber weil ich noch nicht genug habe, will ich jetzt auch den Becker-Highlighter in Champagne Pop probieren. Weil ich habe den im Laden gesucht. Da kommt Highlighter. Okay. Seht ihr das? Oh. Oh mein Gott. Leute, das ist Qualität. Das ist so gut. So gut, sage ich euch. Und dann habe ich noch so einen orangefarbenen Lippenstift. Aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Ich mache mich jetzt fertig, tue mir schnell die Wimpern tuschen und komme so, gleich zu euch wieder. Da bin ich auch schon. Ich liebe diesen Look. Also ich finde, der sieht einfach nur aufgeräumt, so, so hübsch. Auch irgendwie, ich fühle mich auch hübsch. Also das mag ich total gerne. Also Becker Highlighter, der Hammer. Diese Lippenstifte vom Kiko, die weiß ich, dass die sehr, sehr, sehr gut sind. Also da habe ich auch, oh Gott, wie viel habe ich denn davon? Ein Haufen, Leute. Richtig viele habe ich davon. Ich tue die gleich in die Schublade reinräumen. Dann das die Augenbrauenpomade. Also die Augen, also ich versuche mal so, dass ihr das seht. Die Augenbrauen sind super definiert, sind aber auch schön fluffy. Also sind jetzt nicht so, dass ich jetzt, also wenn ich in den Spiegel gucke, zu krass gezeichnet. Also ich finde, dass die immer noch sehr soft aussehen und auch hübsch. Also ich finde das hübsch, wie das jetzt aussieht. Wie gesagt, kostet 8,99 €, gibt es aktuell beim Kiko und ist wirklich ein super krasses, schönes Produkt. Wie gesagt, den Make Me Brow würde ich euch empfehlen, da drüber zu geben. Das ist halt sehr angenehm. Die Foundation sieht absolut gut aus. Absolut. Sie ist sehr oil-controlling bis jetzt. Ich kann euch gerne in die Infobox reinschreiben, wie ich die jetzt so nach 10 Stunden fand, weil das Make-up bleibt heute den ganzen Tag drauf. Wir gehen heute Abend noch essen mit Freunden und deswegen habe ich gesagt, mache ich mich gleich fertig, weil ich muss jetzt zu meinem Papa noch gehen. Dann muss ich noch mit meinem Freund kurz wohin gehen. Also das ist so ein bisschen so ein stressiger Tag. Die Foundation ist sehr toll. Das Einzige, was mich super krass stört an dem Scheiß, ist einfach, dass da kein Pumpspender drauf ist.
Ich werde jetzt auch nicht von MAC für 8 € einen Pumpspender kaufen und das drauf tun, weil leider bei diesen Drogeriedingern gibt es leider keine Pumpstöße zum Kaufen. Ich werde gucken, dass, wenn ich meine alte Foundation habe, eine Foundation, die fertig ist und die einen Pumpspender hat, vielleicht klaue ich die mal. Sehr schöne Foundation, ich komme mal ganz nah ran. Das Einzige, es ist halt so, ich habe halt diese krassen Lachlinien. Zumal ich euch sagen muss, diese Lachlinien sind menschlich vorhanden. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, das muss eine Foundation jetzt nicht zeigen, weil dafür sind Foundations nicht da. Ich finde die Deckkraft super. Es sieht wirklich flawless aus. Also ich konnte alle Produkte drauf schichten und ich finde die super. Also ich werde die mir definitiv nachkaufen. Also wenn ich jetzt praktisch die jetzt leer habe, was wahrscheinlich recht schnell gehen wird, weil ich ja gar nicht weiß, wie das funktioniert. Ich habe jetzt auch vorhin noch geschwind mein Gesicht gesettet. Das Prime and Fine von Catrice ist auch sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt ein paar Tage benutzt. Leider geht das auch sehr, sehr schnell aus. Es ist halt echt nur 50 Milliliter für 4,49 €. Das ist recht teuer. Also ich finde, Catrice hätte davon große Flaschen rausbringen sollen, weil das sind so Reisegrößen und Leute, wenn ich halt unterwegs bin, dann habe ich halt diese, wo sind sie? Diese fetten Flaschen von Mario Badescu, wo ich jetzt nicht weiß, wo ich sie hin. Ah, hier, Momente. Also wenn ihr jetzt vergleicht, das Max Fix Plus in 100 Milliliter und das hier sind sogar 236 Milliliter. Das ist halt so, also ich finde das sehr gut, also versteht mich nicht falsch, aber ich persönlich brauche für meine Make-up-Verwendung wäre das sehr teuer, weil ich einfach jeden Tag Make-up trage. Das Catrice Make-up Freezing Powder finde ich sehr gut, also ich werde mir das in die Tasche stopfen, wenn ich unterwegs bin, um einfach nochmal so abzupudern. Sehr, sehr schönes Produkt. Es ist halt eine Limited Edition, aber es ist im Prinzip nichts anderes wie einfach ein Translucent Powder, wo ich wieder Verpackungsopfer geworden bin. Der Radiant Glow Highlighter ist sehr schön. Also mir gefällt der wahnsinnig gut. Da steht auch drin für Gesicht und Body. Also kannst du auch hier an die wenn man Knochen hat, das hier aufgeben. Ihr könnt das zum Beispiel auch im Inner Corner tragen. Dieser Holographic Powder Look. Also ich würde ihn nicht übers ganze Gesicht tragen. Es gibt ja von Trend It Up einen Holographic Powder, wo ich mir echt denke, no, also das geht eigentlich gar nicht klar, weil so rosa auf dem ganzen Gesicht, also das würde ich jetzt an Karneval machen, aber sonst nicht. Der Radiant Glow von Rival de Loop, sehr schön, ist halt ein Puderprodukt, ja, ist halt trotzdem sehr, sehr holographisch und sehr shiny. Mir gefällt der sehr gut. Da sind ja auch so Creme-Konsistenzen, was halt sehr, sehr cool ist. Ich persönlich arbeite nicht so wahnsinnig gern mit Creme-Highlightern, weil ich einfach empfinde, dass sie mein Make-up rumrutschen. Das mag ich persönlich gar nicht, weil ich habe ölige Haut, darf man nicht vergessen und dann ist das nix. Diese Drops, ja, sind der absolute Hammer. Also ich habe die auch schon, ich habe die mal benutzt und zwar, ich finde die vom Glow her ähnlich wie was ich gesehen habe, diese Coverage Ex Enhancer Drops, das sind ja praktisch diese Glow Drops, die ihr reinmachen könnt in euer Make-up. Das würde ich, glaube ich, mit diesen auch machen. Und das sind eher hellere und das eher ums Abzudunkeln vom Make-up oder so ein bisschen gemischt. Das gibt euch bestimmt einen ganz tollen Glow. Ich habe es auch mal versucht als Primer-Grundlage. Geht gar nicht. Es ist einfach zu viel Pigment drin. Aber es ist ein wundervolles Produkt, um euer Make-up nochmal sehr viel fresher zu machen. Ich habe hier dann noch den Epic Waterproof Active Luminizer. Sehr tolles Produkt, muss ich sagen. Das sagt ja schon alles. Es ist also wirklich ein ganz krasser Luminizer. Ihr müsst sehr schnell damit arbeiten, weil er sehr schnell antrocknet. Meine Palette. Das ist meine Palette. Also die Christian Dominique Palette ist eine wunderschöne Standardpalette, die aber immer noch euch einen tollen Look. Ich habe ja, wie gesagt, das Türkis und das Ding noch benutzt. Ich finde diesen Bananenton wirklich outstanding. Also ich finde ihn sehr besonders, weil ihr euer Auge so brightet damit, ja. Und sie zum Beispiel benutzt es auch, um unter dem Auge zum Beispiel zu brighten, um praktisch da Helligkeit nochmal hervorzurufen, wie so ein Bananenpuder. Finde ich eine super Idee, dass es so eine All-in-One-Palette auch sein kann, dass man sagt, okay, man nimmt den Bananenton auch, um unter dem Auge praktisch das Creasen zu verhindern.
Aber ich finde das insgesamt eine sehr stimmige Palette. Drei Schimmertöne von so ein bisschen, ja, wie nennt man diesen Ton? So ein bisschen grünlich, bräunlich, schimmernd. Dann habt ihr hier eine ganze Latte, ganz tolle Transition Shades, ein paar Pop of Colors. Die Verpackung finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich finde 37 Euro irgendwas finde ich sehr in Ordnung für diese Palette, weil sie muss ja auch was dran verdienen. Das ist einfach so. Jetzt kommen wir zu den Pinseln. Ich finde, das ist der Star der Show. Also, ich habe hier damit zum Beispiel mein Lid gesettet. Das klappte sehr gut. Diese Blenderpinsel haben super performt. Hier die Sachen zum Beispiel waren auch sehr, sehr gut. Also ganz toll. Ich habe zum Setten meines Active Powders den genutzt. Der ist super weich. Die Fernbrush funktioniert gut. Ich habe jetzt auch ein bisschen Rouge aufgetragen. Und zwar habe ich dafür diesen Powder Brush benutzt, weil ich finde, zum Abpudern wäre der mir jetzt zu flexibel. Ich muss das reinpressen in meine Haut. Und habe jetzt den benutzt. Das seht ihr, er ist auch so leicht rosa. Ich habe meinen Tarte Blush benutzt. Also ich benutze ja immer diese Palette, weil ich ehrlich gesagt seit letztem Winter gar nichts anderes mehr benutze, weil ich finde, dass die sehr, sehr gut ist. Dieser Bronzing Brush ist auch ganz toll. Die Form gefällt mir super. Das ist ganz, ganz rundherum ein ganz tolles Ergebnis. Mein Gesicht sieht sehr gut aus. Ich finde auch die Lippenprodukte zum Beispiel. Ich habe jetzt einfach nur den Lip Plumper aufgetragen. Der ist super. Der Becker Highlighter. Ich habe den jetzt noch sachte aufgetragen. Ich fühle mich sehr wohl, also es ist ein sehr schöner Look geworden. Die besten Produkte sind die Pinsel, das Make-up und die Augenbrauenprodukte und die Palette. Ich finde auch zum Beispiel dieses Produkt der Hammer, also diese Catrice Metal Lidschatten, sehr, sehr schönes Produkt. Man muss damit sehr vorsichtig umgehen. Ich habe damit aber auch schon hier statt dem von Dominique Christensen von der Palette, habe ich das auch schon aufs Auge aufgetragen. Es creased echt nicht so schlimm wie andere Produkte. Und das war's auch schon mit meiner First Impression. Ich hoffe, das hat euch wahnsinnig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe einfach schon mit den Jahren, wo ich einfach schon Make-up für mich mache, einfach schon so ein Gefühl dafür entwickelt, welche Produkte könnten funktionieren und welche nicht. Manche Marken zum Beispiel haben auch einen Ruf, der ihnen eilt. Aber ich muss euch sagen, sowas wie zum Beispiel so eine YouTube-Collaboration, auch zum Beispiel diese Paletten, die es von BH Cosmetics gibt, zum Beispiel, Chanixo, Kali Bible, die Mavicorn, das ist ja eher so für mich jetzt nix, weil die einfach, die Highlighter sind zu krümelig und so. Ich bin da einfach was anderes gewohnt. Wenn ich da halt diesen Wet-Look möchte, möchte ich keinen Glitzer. Wie gesagt, das Make-up sitzt einfach unnormal gut. Ich benutze ja immer das gleiche Setting Powder. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte keine 50 Setting Powders haben. Also ich rede jetzt nicht von diesen mattierenden Pudern, sondern einfach mit diesen zum Baken, weil ich benutze das Coty Airspun und das bleibt so, weil ich einfach mich mit diesem Puder sehr safe fühle. Ich fühle mich auch einfach gut mit dem Puder, weil es einfach meiner Haut immer gut tut, das weiß ich einfach. Und deswegen auch mit dem Concealer, na, ich teste gerne. Aber ich übertreibe es jetzt nicht, weil ihr müsst eurer Haut auch irgendwo eine Möglichkeit geben, immer sich an dasselbe zu gewöhnen. Und das tut sie hiermit auch. Und ich habe heute keine Sachen gefunden, die mir gar nicht gefallen haben. Überhaupt nicht. Wie gesagt, nur das da zum Beispiel ist mir halt zu wenig Produkt. Ich würde es schon mitnehmen, so ist es nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich reise, nehme ich einen ganzen Koffer Kosmetik mit. Da sind dann auch meine Tagescremes drin, meine ganzen Brushes und so. Also ich bin eines von diesen Frauen, die zwei Koffer braucht. Wenn ich jetzt ins Ausland reisen würde, würde ich sehr wenig Make-up mitnehmen, muss ich sagen, weil ich ja dort mehr Make-up kaufe. Mein Traum ist es ja unbedingt mal in die USA zu fliegen, weil ich dort, ich glaube definitiv, ich darf ja pro Person 430 Euro kaufen und Kleidung brauche ich nicht. Also würde ich dort 430 Euro Make-up kaufen und dann würde ich noch die Sachen von meinem Freund und sein Guthaben auch noch mit aufbrauchen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Ostersonntag. Macht's euch einen ganz, ganz bequemen Tag heute. Macht nicht zu viel, macht euch kein Theater, ihr Süßen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich denke, dass ich morgen noch mal für euch ein Video haben werde, weil ich habe hier sehr viele Produkte. Morgen kommt praktisch dann das First Impression meiner Reihe für den. Das da schon Haar, da. Werde ich euch morgen praktisch die Reihe hochladen. Der neue Make-up Revolution Pro Reihe. Also Make-up Revolution hat seine Reihe
in Pro und in Normal ein bisschen gesplittet. Er hat praktisch so eine Segment, wo er Trend-Edition hat, wie die Surf X Palette oder die Highlighting Palette. Und dann haben sie praktisch noch Profi-Sachen, so etwas stärker pigmentierte Paletten und so. Ich habe davon einiges bestellt für fast ein Full Face und ich hoffe und ihr freut euch darauf. Die Sachen kommen jetzt von revolutionbeauty.com, das heißt jetzt nicht mehr Tam Beauty. Und ich bin sehr gespannt, wie euch das Ergebnis gefallen wird. Ich weiß es jetzt auch noch nicht, ob es euch gefallen wird, aber ich denke, ich wünsche euch einen schönen Tag.